Wie man vielleicht an meiner Sprache merken kann, komme ich nicht aus Freiburg, sondern aus Bonn. Und bin dann fürs Studium nach Freiburg gekommen. Für ein Jahr alt, habe ich ja schon erzählt, dann bin ich in der Sprache dann weiter, in der Fremdsprache weiter nach Österreich. Und auf jeden Fall das nächste Stück, das habe ich noch in Bonn komponiert am Rhein, am Ufer. Da habe ich mich von dem Fluss inspirieren lassen. Ich habe versucht, die Strömung auf die Musik zu übertragen. Und ich passe meine Stücke dann, also das Stück zumindest vom Titel her, mal an die jeweilige Stadt an, wo ich gerade spiele. Heute heißt es An der Dreisam. Man kann es fast hören, sogar, glaube ich. Und diesmal bin ich auch gut vorbereitet und weiß, wie der Fluss heißt. Manchmal weiß ich gar nicht, wo ich gerade fast spiele. Welcher Fluss in der Nähe ist, da haben wir schon ein paar Fehler eingebaut. Ich habe mal letztes Jahr in Tübingen gespielt. Und da habe ich das Stück dann am Neckar genannt und einen Tag später habe ich mir dann erstmal den Neckar zum ersten Mal angeschaut und habe mir eine Freundin die Stadt gezeigt und auf dem Fluss. Dann gucke ich so runter von der Brücke und wusste nicht, in welche Richtung der Fluss fließt. Und dann meinte ich, fließt er nach links? Dann meinte sie, nein, eigentlich nach rechts, je nachdem, wie der Wind steht. Und das war dann nicht ganz passend zu dem Stück eigentlich, weil das schon ein bisschen Strömung hat. Aber zu der Dreisam passt das ganz gut.